Freunde der Nacht oder des Tages, willkommen zurück zu Heu 4, meine Freunde. Wir sind zurück in einer wunderschönen Ansicht. Das Deutsche Reich ist ein großes, geiles Teil geworden. Huch, lass mal rausklicken wie so ein dummer Bot. Entschuldigung, Katze hat gerade vom Balkon sich gekratzt, streckt. Das sah äußerst lustig aus. So, also wie gesagt, wir sind die Mittelmächte. Und die Franzosen sind in einem Bündnis mit ein paar Asiaten. Ha. Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Aus Furcht vor einer Invasion haben die Minister von Litauen angeboten, deutsche Truppen das Recht zu gewähren, sich innerhalb der Grenzen von Litauen aufzuhalten. Im Gegenzug erwartet die Regierung, dass das Deutsche Reich ihr Land vor jeder Bedrohung seine Souveränität verteidigt. Okay. Ok. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Verbesserte kleine Flugzeugzelle. Voreinstellung. Jäger. Sparen. Dann gleiches Schauspiel. Voreinstellung. Was ist denn der Unterschied? Hä? Ah, interesting. Warte mal ganz kurz. Hä? Sehr interessant. Next. Ich lasse die auch. Ja, aber die ist trash, Alter. Die ist trash. Würde ich auf alle Fälle gerne noch einen kleinen Ups, einen Bombenschaft mit reinstecken. Nein, das wollen wir nicht. Doch. Doch. Wir machen noch einen kleinen Bombenschacht mit rein. Ob ihr das wollt oder nicht. Das ist mir reißegal. Statt scheißegal, aber naja. Müssen ja jugendkonform bleiben. So. Das Böhmische Reich ist der Asiatischen Liga beigetreten. Digga, ihr geht mir alle so hart auf den Sack mit eurer scheiß Asiatischen Liga, Alter. Die Asiatische Liga besteht aus den Überresten Japans. Ein bisschen was hier noch drin. Keine Ahnung, wie die heißen. Und den British. Und die Niederlande haben immer noch ihren bescheuerten Bürgerkrieg, Alter. Alle zu ihm, bitte. Haben wir jetzt hier eine Front oder wie schaut's aus? Wo sind denn die? Hä? Ich dachte, ihr seid schon wieder zu Hause. Mobilisieren tun wir übrigens immer noch. Wir sind, also mobilisieren können wir aktuell 10,5%. Wir haben 7,15%. Da geht noch was. Leute, da geht noch was. Aber ein bisschen Radiopropaganda. Da lassen wir im Radio ein bisschen das Gedudel vom Deutschen Reich laufen. Finden sie alle ganz geil. Ja, mit. Ich fände es cool, wenn es noch Möglichkeiten gäbe, irgendwie die Autonomie zu verringern. Das fände ich wirklich ganz, ganz geil. Warte mal, mir kommt gerade eine ganz andere Sache. Das kommt mir jetzt. Das kommt mir jetzt. Einfach mal die Scheiße da ein bisschen upgraden, ha? Huh? Wenn ich nicht nach dem Krieg mit denen liege, dann wäre es sicherlich nicht blöd. Aha, ich bin ein richtiger Fuchs, Alter. Richtig, ich bin hochintelligent, Alter. Wirklich, ich bin richtig hochintelligent. Hochbegabt. Was mir also für Sachen einfallen, ist echt wirklich krass. Hab ich hier vor mir selber Respekt, ey. Ah, geil, ich glaube so viel Scheiße, ich liebe es. Wann kommen denn die jetzt an, ihr Mann? Wo sind denn die? Seid ihr abgesoffen auf... Schwimmt ihr oder was? Schwimmt ihr auf U-Booten daher? Solche Karamellbonbons, ey. Boah, 350 Schiffe, Alter. Krass. Apropos, ich durfte übrigens... Ne, warte, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Scheiße. Ja. ...432 Schiffe. Ab zum Hafen da unten. Dann einmal wieder aufsplitten. Dann werden wir die Anzahl der Häfen erhöhen, die reparieren darf. So. Dann haben wir nämlich ein paar.
Ein paar Schiffchen haben Schäden genommen, nichts so Dramatisches. Wir dürften trotzdem die stärkste Flotte der Welt haben. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ja, ja, also doch mit. Achso, Brasilien haben wir auch noch bekommen. Stimmt, Digga, hab ich wieder ganz vergessen. Frankreich ist auch übelst groß, die Pariser Kommune, ne? Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Machen wir Ostfront stärken. Luftfahrtinnovation. Eigentlich müssten wir ein paar Sachen noch machen, ne? Hallo, Belgien. Die Truppen jetzt da, ja. Luftbelegenheit dürften wir auch komplett haben. Erklären wir jetzt den. Wir gucken mal, was passiert. Ob die sich jetzt hier mit irgendjemandem verbünden. Oder ob die forever. Ja, okay, die sind der südamerikanischen Koalition beigetreten. Wer zum Fick ist die südamerikanische Koalition? Okay. Sehr interessant. Digga, nicht euer Ernst, dass die Ecuador zum Major machen. Ja, bin mir sicher, das wird super funktionieren. Aber warum sind die im Krieg mit Peru, Alter? Peru darf keiner Fraktion beitreten. Weil er zu dick ist, oder? Das ist Body-Shaming, by the way. Möchte ich mal nebenbei erwähnt haben. Belgien hat kapituliert, inklusive jeder Menge Ausrüstung für uns. Die Franzosen wissen eh schon, was ihnen naht. Gut, Luxemburg, ne, Around Maginot. Den könnte man noch den Krieg erklären jetzt. Paris, Britannien und neutrales Südafrika. Ich kann einfach meinen eigenen Minion angreifen. Harter Stuff. Das da unten machen die Italiener. Ja, dann wird mir nichts anderes übrig bleiben, als wahrscheinlich doch als eine Offensive gegen die Polen und die Sowjets vorzubereiten. Ich denke mal, das dürfte der nächste logische Schritt sein. Muss ich jetzt eigentlich Truppen hier rüber schicken Richtung Ecuador? Oder geht es doch ohne? Dürfte übrigens alle ein bisschen trainieren. Ihr bekommt nämlich gleich nochmal ein Rework. Ja. Ja, es wird kein Weg dran vorbei. Kommt Logistik, ihr bekommt Feldkompanien. Und ihr bekommt. Ach, keine Militärpolizei. Da hätte ich schon Bock drauf. Sei euch ganz ehrlich. Gepanzerte Aufklärung. Das wird jetzt ein bisschen meine gesamte Ausrüstung ein bisschen durcheinander würfeln, aber. Ist nur halb so schlimm, wie man denken würde. So. Ja, ich glaube sogar, da haben wir noch genug. Mach mal so. Die schicken mir alle Sachen. Das lehne ich ab. Das. Das wird was sein von mir. Das lehne ich ab. Das lehne ich auch ab. Von dem möchte ich nichts. Weil dann am Ende wollen die nur ihre Unabhängigkeit ausrufen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich bin der Chef und sonst keiner. Kommt es noch, dass die ihre Unabhängigkeit erklären dürfen mit irgendwelchen dahergeschobenen Waffenlieferungen? Okay, jetzt wird es richtig interessant. Rein theoretisch hätte ich ein bisschen Glubspüren-Interesse, Grips. Würde ich jetzt einfach den Briten den Krieg erklären, ne? Ohne Naval Invasion vorbereiten. Truppen haben wir ja an sich genug. Jetzt haben wir auch hier einen schönen Hafen erobert. Ich denke mal, unsere Flotte sollte auch wirklich stark genug sein, da jeglichen möglichen Widerstand zu klären. Sorry, wen habe ich jetzt den Befehl zugewiesen hier? Dem hier. So, ihr dürft wieder trainieren. Bis ihr soweit eure Erfahrung auf Stufe 3 habt. Mit Truppen der Stufe 3 kann man auch bessere Naval Invasions machen. Wie erwartet, die Tschechoslowakei wird natürlich kapitulieren. Der Druck von Polen und den Sowjets dürfte zu stark sein. Vor allem die Sowjets sind in der Zwischenzeit auch sicherlich schon bei über 1 Million Manpower ohne Probleme. Bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ja, Schlachtfeldunterstützung. Nächste Waffe, nächste Unterstützung. Infanterieausrüstung haben wir zwar mehr als genug, wir bauen aber trotzdem ein bisschen weiter. Zusatzausrüstung, Produktion läuft auch gut an. Da holen wir uns jetzt nicht ganz Belgien, das ist... Okay, passt. Mehr will ich ja gar nicht, oder? Will ich hier unten was? Nee, scheiß drauf. Sollen sich andere holen. Habe ich kein Interesse dran. So, dadurch, dass wir auch neue Sachen erforscht haben bei der Industrie, können wir auch wieder mehr Fabriken errichten in den einzelnen Provinzen. So, haben wir schon die ersten Jungs auf Stufe 3. Die sind jetzt auf alle Fälle mal General überholt und was auch sehr, sehr nice ist, durch die gepanzerte Aufklärungskompanie haben wir jetzt einfach auch einen Panzerungswert. Ich glaube, der höchste, den man mit leichten Panzern bekommen kann, ist 20. Sorgt aber einfach dafür, dass die deutlich größere Probleme haben dürften, unsere Division zu besiegen. Artillerie haben aktuell 4 Riesen im Lager, ich weiß jetzt nicht genau. Boah. Ging aber genau auf, Alter. Ja, das passt. Das passt. Ich senke nochmal ein bisschen die Waffenproduktion. Okay. Könnte auch rein theoretisch ein paar Medaillen verteilen, aber wir werden erstmal nochmal kurz Moral 8% mit reinschmeißen. Dann machen wir das jetzt trotzdem mal. Spezialist für kaltes Wetter. Die Linie halten. Hier schön Hampelmann machen. Während weiter im Norden die Niederlande in den nächsten 70 Jahren weiter einen verzweifelten Bürgerkrieg führen werden. Das wird auch niemals einen Sieger geben, bin ich mir relativ sicher. Never ending story hier. Kurz hier nur wieder gucken. Das stimmt, das darf ich nicht vergessen. Das ist, also, ja, an sich ist wäre jetzt nicht so weltbewegend, also... Es wäre jetzt nicht so, dass wir deswegen jetzt den Krieg verlieren würden. Aber man sollte schon immer gucken, dass man wirklich alle Fronten abdeckt. Ansonsten, zack, ehe dich versiehst, hast du keine Ländereien mehr. Das wäre sehr ärgerlich. Ja, machen wir den Bolschewik gegen den Bolschewismus. Tun wir uns den kurz Luxemburg holen. Wird garantiert von Argentinien. Das ist auch interessant. Argentinien ist im südamerikanischen Koalitionchen mit drin. Wen juckt's? Die Frage ist viel eher, ob sie die Drohung wahr machen. Haben sie? Tja. Dann helfen wir mal den Brasilianern, ne? Unseren Krieg zu gewinnen. Jetzt erklären wir euch noch den Krieg. Die sind verbündet mit den, ja, mit den anderen Vögeln. Das heißt, was wir jetzt auch noch machen, mit den restlichen Boys, ihr dürft aufhören zu trainieren. Ihr dürft jetzt den Jungs in den Rücken fallen. Das wird euch bestimmt viel Spaß machen. Nicht Angriffspakt von euch nehme ich natürlich nicht an. Seid ihr fertig mit reparieren? Dann könnt ihr nämlich mal Naval Invasion supporten. Das dürfte, wie gesagt, gar kein Problem sein. Landung hingegen, ja. Okay, Frankreich auch fett am Landen jetzt auf einmal. Ist klar, ne? Oh, diese Arschgeigen. Das machen die absichtlich. Scheiße. Ich organisiere die Seeüberlegenheit und die wollen hier die Lorbeeren einheimsen. Oh, die haben gar keinen Hafen, diese Trottel. Doch, jetzt haben sie einen Hafen. Hä? Achso. Gib mal alle schnell dahin kommen.
Ist auch ganz egal, wer das jetzt am Ende des Tages bekommt. Hauptsache, irgendeiner bekommt es. Will keiner, dass ich dem Krieg beitrete eigentlich gegen die anderen Gauchos hier? Wie ist denn das? Sonst ruft mich doch auch jeder wegen jedem Scheiß in den Krieg. Bündnis mit Dänemark, wow. Krass. Wer hier alles irgendwie das Bedürfnis noch hat, ein Bündnis mit uns einzugehen. Aber gut, beschwer mich nicht. Landung in Großbritannien war erfolgreich. Da sind wir jetzt auch schön am Aufräumen. Hier oben machen wir noch das gleiche. Aber dass ich den Tschechen nicht in den Rücken fallen kann, das ist eine persönliche Sache, sage ich ganz ehrlich. Ach so. Weil nur die Briten können mich mit in den Krieg rufen. Also die Tschechen in den Krieg gegen mich, aber das werden sie nicht machen. Das werden sie nicht machen, diese Schlawiner, ey. Haben jetzt auch 107 Durchbruch, Alter. Alles nur, weil wir... Also gut, die Artillerie sowieso, aber halt auch die gepanzerte Aufklärungskompanie. Nochmal plus 10 Durchbruch mit drauf. Das ist einfach nicht zu unterschätzen, Leute. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Greift ihr hier eigentlich an oder wie ist das mit euch? Ja, ne, habe ich schon... Den Befehl habe ich schon erteilt. Operation Kanada. Okay, das war jetzt irgendwie... Okay. Wir holen uns auf alle Fälle mal ein, zwei Gebiete in England. Weil wir im Krieg gegen Japan noch irgendwann liegen werden. Und da denke ich, wäre es nicht allzu blöd, wenn man dann ein bisschen hier auch Gebiete hätte. Wir liegen jetzt noch im Krieg mit Argentinien. Unsere Divisionen sind grundsätzlich mal eingetroffen. Ich sehe aber nicht, gegen was ich kämpfe. Warum nicht? Jetzt sehe ich wieder, gegen was ich kämpfe. Ich dachte kurz, ich bin blind. War aber einfach nur blöd. In beiden Fällen kann man nichts dagegen machen. Ist auch kein Spaß oder so, das ist Fakt. Wie schaut's aus gegen den Bolschewismus? Hä? Sie meinen nur noch null, ne? Nee, hä? Ihr habt doch hier Bolwe gegen den Bolschewismus. Handelsbeziehung, achso. Ich dachte, dass die Meinung jetzt über mich im Keller ist, aber es ist scheinbar wieder nur viel Gebell, wenig dahinter. Was haben wir denn Ausrüstung? Was fehlt denn? Nix. Carrierjäger und taktische Bomber. Nix, was ich nutze. Deswegen ist mir das beides relativ egal, kurzzeitig mal. Wenn wir uns ein bisschen darauf vorbereiten, die Ostoffensive zu starten, Infrastruktur ausbauen, dies, das, ihr wisst, was ich meine. Ein paar Flughäfen hochziehen, ne? Mit dem einen oder anderen mal Ortsbesichtigung machen. Die Tschechoslowakei hat es richtig gemacht, ne? Die haben sich da rausgehalten aus der ganzen Thematik. Die sind im kein Bündnis, sind Demokraten. Ich hasse Demokraten. Allein dafür, dass sie demokratisch sind, verdienen sie zu sterben. Hier im Spiel natürlich, nur in echt nicht. In echt haben natürlich Demokraten das Recht auf ewig zu leben. Das Kanadische Reich ist dem Böhmischen Reich beigetreten. Was wollt ihr jetzt von mir? Das ist alles sehr interessant, muss ich gestehen, was die hier machen. Deswegen sei an der Stelle einfach mal, lasst mich in Ruhe. Könnte natürlich schon mal eine Armee abstellen. Dorthin. Die sich darum kümmert. Das Ganze nennen wir jetzt einfach mal Asien. Falls ich es vergesse in den nächsten 2 Minuten. Und das ist dann Europa. Nee, nicht Europa, sondern Europa. So. Da
Dankeschön für die Fiat, meine lieben italienischen Freunde. Fehler in allen Teilen. Lieben wir. China ist auch durch, soweit. Hat einen super Job gemacht, China. Kollege Ma Bufang. Ja, ein bisschen da, ein bisschen dort erforschen. Ehe dich versiehst, zack, ist die Zeit wieder vorbei. Na komm. Baller mal noch ein bisschen was in Treibstoff und Gummi rein. Die Sendung mit der Maus. Die Dinger nutze ich nicht, so leid es mir tut. Ich würde sie gerne mehr nutzen, aber ich habe keinen Bock drauf. Infanterieausrüstung 3. Müssen wir natürlich wieder komplett von vorne anfangen. Aber es lässt sich nicht vermeiden. Kriegssieg gegen Großbritannien wird gerechtfertigt. Südafrika können wir noch erobern. Mit wem sind die? Wirklich mit allen im Krieg, ne? Irgendwann verliere ich leider auch die Ressourcenrechte, die kriegt man nur 5 Jahre. Ich finde es aber echt total faszinierend, wie lange die standhalten. Wirklich, muss man einfach auch mal einen Respekt äußern. Und die haben doch ein paar Divisionen hier stehen, sehe ich gerade. Also da sollte man eventuell doch ein bisschen... Warte mal. Das ist irrelevant. So. Jetzt hat... Schaut es jetzt hier aus mit Brasilien? Kann ich hier eure Flugzeuge... Ah ja, okay, gut. Hat sich erledigt. Da war mir jetzt nicht ganz sicher, wie es hier unten in Brasilien ausschaut. Ob ich da überhaupt irgendwie Flugzeuge für brauche. Aber ich glaube, das ist irrelevant. Mirmel gehört uns. Dankeschön. Wir hätten auch gerne Österreich noch zu Kerngebieten machen können. Und Dänemark möchte ein Forschungsabkommen. Das nehmen wir an. Bin heute wirklich ein... sehr, sehr großherziger Laune, dass ich auch wirklich alles annehme, was sie mir anbieten. 440 Fabriken im Jahr 1942. Kann sich sehen lassen. Gibt's Schlechteres. Zum Beispiel Großbritannien zu sein in solchen stürmischen Zeiten. So, Artillerie haben wir jetzt aktuell wieder einen gewissen Bedarf. Panzer können wir den Bedarf verringern. Ja. Einen können wir damit reinstecken. Der Rest trainiert noch mal ein bisschen. Allzu viel Training dürfte es nicht geben. Wir waren ja relativ weit eigentlich letztes Mal. Mit dem Trainieren unserer Jungs. Deswegen denke ich nicht, dass da viel Training vonnöten sein dürfte. Mexiko gibt es einen Bürgerkrieg. Das ist scheiße, weil das eigentlich blöd ist. Das sind nämlich hier meine Vasallen. Die Frage ist, kann ich denen jetzt helfen oder nicht? Die haben viel zu wenig Truppen. Ja, ich kann denen helfen. Kann ich nur erstmal gucken, wie ich die Truppen dahin bekomme. Ja, Befehle. Glaubt ihr, das macht mir hier Spaß? Schaut lieber zu, dass ihr euren Arsch darüber bewegt. Irgendwie. Dürft auch wieder aufhören zu trainieren. Jedes Mal, wenn ich trainieren möchte, kommt hier irgendein Scheiß dazwischen, ne? Der 20. Bürgerkrieg in Mexiko. Genauso unnötig, wie aufstehen zu müssen am Morgen. Könnte ich auch drauf verzichten. Weiß nicht, wie euch das geht. Ich hasse es, aufzustehen am Morgen. Aber gut, ich bin raus. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann gucken wir, dass wir Mexiko platt machen. Invasion oder Krieg gegen Großbritannien. Und dann gehen wir das Ziel Sowjets und Frankreich müssen wir noch angehen. Und dann halt Asien. Wird spannend. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Tschüss.